Willkommen zum Landwirtschaftssimulator 2015, einer neuen Folge Tipps und Tricks. Heute stelle ich euch mal den Harvester vor, den Skorpion von Ponce. Ein Baumvollernter, der entastet und auf die richtige Länge oder die eingestellte Länge einstellt. So sieht der Ganze von außen aus, so sieht das von innen aus mit Display. Das auch funktioniert. Oben die ganzen Hebel, alles gut animiert. So, der Arm geht über das Führerhaus drüber. So, als erstmal die grundlegende Steuerung. Wie bei allen anderen Kranarmen. Linke Maustaste gedrückt, vor, zurück, ist auf, ab. Linke Maustaste gedrückt, seitwärts, ist die Drehung. Rechte Maustaste gedrückt, seitwärts, ist der Teleskoparm. Und vor, zurück, das Knicken des Arms. So, und dann müssen wir, um die Zange aufzumachen, müssen wir erstmal einschalten. Dann öffnet sich das Ganze. Und man kann mit beiden Maustasten drücken, kann man den Kopf, den Harvesterkopf oder das Harvesteraggregat, so wie es heißt, kann man dann auch drehen, bis es ansteht. So. Und ihr seht auch, es drehen sich keine Walzen, es dreht sich noch nichts. Dazu müssen wir erst an einen Baum hinfahren. Ich pack den mal ein bisschen weiter oben. Und ne, wir könnten eigentlich auch weiter unten. So. Und ihr seht schon, der wird dann automatisch zum Baum hingezogen. Das ist halt so ein bisschen von Giants oder Astragon ist das halt so vorgesehen, dass es halt einfach ist. So, jetzt sind wir dran. Dann müsst ihr eigentlich nur noch X drücken. Dann fährt unten die Kettensäge raus. Und ihr habt den Baum fest im Griff vorerst. Dann fahrt ihr ein Stück zurück. Und ihr seht, der Baum fällt um. Das Aggregat kippt mit. Und ihr könnt den Baum dann dementsprechend dann bewegen, wo ihr ihn haben wollt. Und am Anfang, wenn ihr noch kein Rückgefahrzeug habt oder alleine spielt, dann ist es ganz hilfreich. Ihr macht den Baum um. Behaltet ihn mal so in der Zange. Und fahrt dann einfach ein Stück aus dem Wald raus zu einem Platz, wo ihr die Baumstämme haben wollt und verladen wollt. Fahrt dorthin, stellt dann eure Länge ein mit O. Also hier ist jetzt 1 Meter eingestellt. Wir können 2, 3, 4, 5, 6, 7, maximal 8 Meter. Und dann müsst ihr eigentlich nur noch X drücken. Dann wird entastet und er misst den automatisch auf 8 Meter ab. So, da sind jetzt nur 2 Stücke rausgegangen. Wir können ja den nächsten Baum mal auf 4 Meter einstellen. So, dann fahrt ihr wieder hin zum Baum. Wir müssen natürlich auf die Baumstümpfe aufpassen. Denn die stehen gerne mal im Weg. So, machen wir die Kamera auf Innenansicht. Und ihr seht schon, jetzt wird X angezeigt. Also können wir schon sägen. Wir heben leicht an. Das Aggregat kippt, der Baum fällt um. Dann ziehen wir das Ganze zur Seite. Drehen uns um. Fahren wieder aus dem Wald raus. Den Baum immer fest im Griff. Und sägen das Ganze dann an unserem Abladeplatz. So, ich mache mal die Aggregatansicht. So könnt ihr natürlich Baum für Baum schnellstmöglich ummachen und ihr seht auch, die Maße stimmen relativ. Also das ist ungefähr die Hälfte von den 8 Metern, war ja auf 4 Meter eingestellt. So, das waren jetzt lauter kleinere Bäume, jetzt hole ich da unten mal kurz einen ganz langen Baum. Das ist auch ein kleiner, das sieht man auch an den Ästen. Da gehen die Äste nicht bis ganz runter. Oh, da ist jetzt die Steigung, da kommt ihr dann mit dem Skorpion nicht mehr hoch, diese Steigungen. Also müsst ihr euch dann Wege suchen, entweder im ebenen Gelände fällen oder ihr sucht euch im Voraus schon mal Wege, die nicht ganz so steil sind, oder ihr macht einfach den hier mit dem Teleskop
sobald ihr hinkommt. So, das kommen wir dann schon hin? Nein, noch nicht. Ein Stück kann ich noch vorfahren. So. Man sieht da natürlich, wenn man die Innenansicht anhat, sieht man natürlich nichts, wenn man da an den Bäumen dran ist. So, jetzt muss man natürlich aufpassen, dass die Maschine nicht umfällt. Man kann dann ja auch wieder einfahren, den Arm. Das Ganze dann drehen. Und man kann die Bäume... Jetzt ist der Arm zu lang, dann ziehen wir ihn einfach her zu uns. Und dann sollte das kein Problem sein, den Baum jetzt auch hier einfach mal so rumzuziehen. Ihr seht schon, das ist überhaupt kein Problem. Und da gehen jetzt natürlich auch viel mehr Baumstämme raus als aus den kleinen. Je nachdem, welche Länge ihr halt eingestellt habt. So, und dann macht ihr halt da so einen kleinen Haufen hin. Und da könnt ihr dann verladen oder mit dem Hackschnitzelhäcksler hinfahren. Und müsst nicht erst mit dem Rückewagen reinfahren, alles aufladen und dann wieder irgendwo abladen. Das geht allerdings auch nur mit Fichten. Hier seht ihr schon, bei den Laubbäumen kommt dann nur die Fehlermeldung, dieser Baumtyp wird nicht unterstützt, ist auch klar. Das ist in Wirklichkeit ja auch so, denn die dicken Queräste und die Baumkrone kann der Harvester nicht entasten. Das müsst ihr mal mit der Hand machen. Und ich glaube, ich habe es ja schon mal gezeigt, wie man so einen Laubbaum mit der Kettensäge zerlegt. Dann ist das eigentlich ganz easy. Dann könnt ihr auch die kleinen Stücke dann durch den Hacker lassen. Aber eben mit dem Harvester nur Fichtenbäume. Fichten oder Tannen sind sie, glaube ich, im Spiel. Wo es eher mehr so wie Kiefern aussieht. Aber das Ganze ist eigentlich ganz cool gemacht so. So, hinfahren. X drücken, Baum umfallen lassen, ausdrehen und dann aus dem Wald ziehen zum zum Aufladepunkt. Entasten und kleinschneiden. Und das war's dann auch schon. So, ist kein großes Hexenwerk, also die Steuerung ist eigentlich ganz easy, wie bei allen anderen Kränen. Man muss sich halt nur ein System irgendwie überlegen, wie man es macht, wenn man, vor allem wenn man alleine spielt, wie man die Bäume dann am schnellsten rausbringt, ohne großen Arbeitsaufwand, und so funktioniert das relativ gut. Und das war's auch schon mit diesen Tipps und Tricks. Vielen Dank fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal.